Guten Abend und recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Chira Report auf Chira TV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Rechtshilfeverein Rote Hilfe e.V. wird demnächst 100 Jahre alt. Was in den letzten 100 Jahren passiert ist, weshalb sie sich gegründet haben und vor allen Dingen, warum es wichtig ist, dass sie heute noch existieren, werden wir heute mit dem Bundesvorstand der Roten Hilfe e.V. besprechen, nämlich mit Henning von Stolzmerk. Henning, recht herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Schön, dass du heute unser Gast bist. Henning, bevor wir tiefer in die Materie steigen, für unsere Zuschauer, die vielleicht euren Namen noch nie gehört haben, möchtest du vielleicht noch mal vorstellen, was genau ist die Rote Hilfe e.V.? Die Rote Hilfe e.V. ist ein bundesweiter Solidaritäts- und Schutzverein für alle Linken. Und wir sind in etwa 50 Städten präsent, wo wir solidarische Prozessbegleitung anbieten im Fall von Repressionen gegen linken politischen Aktivismus. Wir können auch AktivistInnen und Genossinnen finanziell unterstützen. Und unser Ziel ist, dass Menschen, die politisch aktiv sind und auf die Straße gehen, nicht durch Strafen ruiniert werden können. Wir sind ein sehr strömungsübergreifender linker Verein und das ist unser Ansatz. Im Fall von Repression sollten alle linken und fortschrittlichen Kräfte zusammenstehen und die Repression abwehren. Du sagst gerade, in 50 Städten seid ihr unterwegs und habt überall Kontakte. Magst du vielleicht noch einmal so ein Insight geben in, wie genau ihr arbeitet? Ja, also wenn es zum Beispiel zur Repression kommt bei politischen Aktionen, bei Demonstrationen, Kundgebungen oder sonstigen Veranstaltungen, können Menschen sich an uns wenden. Also entweder wir sind schon da, wir machen gerne Infostände und informieren über Möglichkeiten, sich gegen Repression zu wehren und Solidarität auszuüben. Ansonsten können Menschen auch zu uns kommen. Wir sind leicht zu finden, wir bieten Beratungen an. Da können Menschen kommen, sich von uns beraten und unterstützen lassen. Wir vermitteln auch solidarische Anwältinnen und Anwälte, damit eben auch eine bestmögliche Verteidigung stattfindet, wenn der Staat eben Aktivistinnen angreift und politischen Aktivismus zu verhindern versucht. Jetzt seid ihr ja bald 100 Jahre alt, ich glaube am 1. Oktober war das. 100 Jahre ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Was ist in den letzten 100 Jahren passiert und wie hat sich die Rote Hilfe damals gegründet? Ja, die 100-jährige Geschichte, auf die wir natürlich sehr stolz sind, hatte natürlich Brüche. Ne? Also 1921 tatsächlich haben sich erste Rote Hilfe-Komitees gegründet. Und dann eben am 1. Oktober 1924 die Rote Hilfe Deutschlands. Ausgehend war das damals noch von der Kommunistischen Internationale. In vielen Ländern sind Rote Hilfen entstanden. Und in Deutschland war es so, dass im Zuge der Klassenkämpfe der Weimarer Republik einfach Zehntausende von Arbeitern damals im Gefängnis saßen und die Familien nicht versorgt waren und natürlich auch da eine Unterstützung vor Gericht gewährleistet sein musste. Und es musste einfach schlichtweg dafür gesorgt werden, dass die Arbeiterfamilien nicht verhungern. Denn damals haben meistens noch Männer gearbeitet, eben der familiäre Versorger im Gefängnis war. Das war dann eine Aufgabe der gesamten Linken und ArbeiterInnenbewegung. Und da hat die Rote Hilfe sich gegründet, hat Winterhilfen organisiert, hat Essen organisiert hat dafür eben auch für Zusammenhalt gesorgt und hat natürlich auch politisch damals schon gegen die Repression des Staates gearbeitet. Der Faschismus hat natürlich dann die Rote Hilfe in den späten 30ern zerschlagen. Bis tief in die 30er Jahre hat die Rote Hilfe in der Illegalität weitergearbeitet, AntifaschistInnen außer Landes gebracht und auch hier in der Illegalität weitergearbeitet und illegale Schriften rausgegeben, um den Antifaschismus zu stärken, auch in der Zeit, als der Faschismus an der Macht war. Und nach einigen Jahrzehnten, dann in den 70er Jahren, gab es wieder mehrere Rote Hilfen, die aber meistens an kleine kommunistische Gruppen oder Parteien angebunden waren. Und 1986 war es dann soweit, dass die heutige Rote Hilfe e.V. gegründet wurde, als strömungsübergreifender linker Verein. Und seitdem arbeiten wir so, wie wir heute arbeiten und wachsen stetig und bekommen mehr Zuspruch und sind tatsächlich verankert in vielen Bereichen der gesellschaftlichen, linken und fortschrittlichen Organisation. Du sagst ja, dass ihr auch heute noch wächst und das stetig. Meine Frage ist,
Gibt es diesen Bedarf also noch immer? Weil du meintest ja, es gab damals ja diese Repression gegen ArbeiterInnen, dann natürlich der Faschismus, aber in der heutigen Zeit, inwiefern muss denn so ein Verein noch existieren? Also wir nehmen wahr, dass die Repression in den letzten Jahren ehrlich gesagt stetig zunimmt. Also in verschiedenen Bereichen, da wo Protestbewegungen auf die Straße gehen, zum Beispiel im Bereich des politischen Kampfes gegen Neonazis und neue Rechte, gibt es sehr viel Repression, werden Menschen inhaftiert, wird ihnen vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung zu sein, werden teilweise wie jetzt im Antifa-Ost-Verfahren vor einiger Zeit jahrelange Haftstrafen verhängt. Die Klimabewegung ist im Fokus der staatlichen Behörden und auch zum Beispiel die kurdische Freiheitsbewegung wird sehr stark angegriffen. Menschen werden für ihre völlig legalen politischen Aktivitäten als sogenannte Terroristen nach 129b für Jahre ins Gefängnis gesperrt. Und dagegen wehren wir uns und dagegen, und das ist unser Anspruch, wollen wir eine kollektive Verteidigung organisieren und dass Menschen, die betroffen sind, auch alle zusammenarbeiten und zusammenkommen. Dafür arbeiten wir mit anderen Organisationen zusammen, zum Beispiel mit ASADI e.V., aber wir bieten auch an, ein Dach der Solidarität zu sein und laden alle Menschen ein, bei uns einzutreten, mitzuarbeiten oder uns zu unterstützen, um ein politischer und kollektiver Akteur gegen diese geballte staatliche Repression zu sein. Und das ist heute sehr nötig. Und wir haben die Befürchtung, dass auch im Zuge der politischen Entwicklung und dem Rechtsruck in der Gesellschaft es auch um unsere Grundrechte zu verteidigen, sehr, sehr viel und intensive Arbeit benötigen wird. Noch mal eingehen, also das, was du jetzt gesagt hast, also dieser Rechtsruck innerhalb der Gesellschaft, den wir so, weiß ich nicht, ich persönlich vielleicht so in den letzten 10 Jahren beobachten kann. Und dann die staatliche Repression gegen linke Kräfte, die sich eben gegen diese faschistischen oder rechtsradikalen Strömungen stellen. Wie passt das zusammen? Naja, ich glaube, dass eben die staatlichen Repressionsbehörden haben natürlich kein Interesse daran, dass Antifaschistinnen oder andere Bewegungen selbst aktiv werden, ihre Forderungen auf der Straße aktiv vertreten. Und dahinter steht natürlich oftmals auch eine Utopie einer solidarischen Gesellschaft jenseits des Kapitalismus, eine klimagerechte Bewegung, eine geschlechtergerechte Bewegung und eine Gesellschaft, in der es Faschismus, Rassismus, Diskriminierung eben einfach nicht mehr gibt. Und da haben natürlich staatliche Stellen kein Interesse daran, dass wir größer werden als Bewegungen, dass wir stärker werden, dass wir uns in der Gesellschaft verankern und andocken können. Und deswegen gibt es bei allen möglichen Gelegenheiten eben Repression. Das fängt an mit einfachen Strafbefehlen und Geldstrafen, aber das kann bis hin zu Haftstrafen gehen. Und da gehen wir eben dagegen vor. Und ich meine, glaube ich, auch relativ einfach abzusehen, dass je stärker die Rechten und auch die AfD sich quasi in der Gesellschaft verankert und auch in den Parlamenten verankert, natürlich für linke Bewegungen immer weniger Spielraum bleibt. Es sei denn, wir wenden es, wir wachsen alle zusammen und arbeiten zusammen dagegen, verteidigen unsere politischen Grundrechte und kämpfen gegen den zunehmenden Rechtsbruch in der Gesellschaft. Seid ihr ja ein Rechtshilfeverein und ihr unterstützt Leute oder Menschen bei strafrechtlichen Verfahren. Wir haben hier immer mal wieder Gäste in der Sendung, die auch davon berichten, dass sie auch zivilrechtlich angegangen werden. Vor allen Dingen, wenn so Klimaaktivistinnen beispielsweise von großen Unternehmen auf Schadensersatz verklagt werden. Inwiefern seht ihr da eine Strategieänderung bezüglich der Repression gegen Aktivistinnen, die eben ja für die Gesellschaft Dinge verändern wollen? Na, wir sehen darin, sagen wir mal, nicht unbedingt einen Strategiewechsel, sondern eher eine zusätzliche Strategie, denn die strafrechtliche Verfolgung ist ja nicht weg. Also gerade gegen Klimaaktivistinnen, aber auch gegen andere Protestbewegungen ist es ja oftmals so, dass erst das Strafrecht kommt und anschließend kommt dann eben das Zivilrecht, wo dann eben zum Beispiel Unterlassungserklärungen eingefordert werden
sodass dann eben bei wiederholter Tat gerne auch mal sechsstellige Summen gefordert werden. Oder eben, dass zum Beispiel nach erlittener Repression, wir alle wissen, dass wenn es zum Beispiel zu Polizeigewalt kommt, nicht die Polizei angeklagt wird, sondern die Aktivistinnen, die es betrifft. Und dass dann danach oftmals Beamtinnen und Beamten dann auch zivilrechtlich gegen unsere Genossinnen vorgehen. Und das ist eine Taktik oder Strategie, die jetzt in den letzten Jahren aus unserer Sicht stärker wird. Und da werden wir auch gemeinsame Wege finden müssen, wie wir auch dieser Form der Repression entgegentreten. Du sagst, wir werden jetzt Wege finden müssen. Inwiefern setzt ihr euch denn damit, also mit dieser Thematik tatsächlich auseinander? Also was für Wege wären das denn? Weil ihr ja auch schreibt auf eurer Seite, ihr seid solidarisch und strömungsübergreifend. Ich glaube, es ist ja so, dass man so Mitglied bei der Roten Hilfe werden kann, Vereinsmitglied und dann eben auch die Hilfe in Prozessen beispielsweise dann in Anspruch nehmen kann. Aber wie wäre es dann, wenn man zivilrechtlich dann angegangen wird? Also es ist so, wir wollen natürlich keine Person alleine lassen, die angegriffen wird aufgrund des politischen Aktivismus. Und unsere solidarische Begleitung bei Strafprozessen, ja, da haben wir sehr viel Erfahrung, ja, das machen wir seit jetzt bald 40 Jahren. Und die zivilrechtliche Verfolgung ist relativ neu und das heißt aber nicht, dass wir nicht in der Lage sind, auch da solidarische Antworten zu geben. Das heißt, wenn Menschen zivilrechtlich verfolgt werden, sollen sie uns selbstverständlich gerne an uns wenden. Und auch da werden wir Möglichkeiten finden, um unterstützend tätig zu werden. Ich möchte noch mal kurz darüber sprechen, inwiefern ja, dieser Rechtsruck der Gesellschaft vielleicht auch dazu führen kann, dass Grundrechte ganz normaler Menschen auch beschnitten werden. Insbesondere wenn wir uns jetzt gerade die Diskussion über die Migrationspolitik anschauen, die Hetze gegen Geflüchtete, die bei Abschiebungen angefangen hat und jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass die Grenzen geschlossen werden und wieder in ganz Europa Grenzkontrollen stattfinden sollen, sodass nicht einmal mehr deutsche Bürger sich frei bewegen können innerhalb dieses Konstrukts Europas quasi. Meine Frage wäre, weil das immer wieder Leute sagen, dass die Versuche, die Grundrechte von Aktivistinnen beispielsweise zu beschneiden, dazu führt, dass man oder dazu dienen, so ein Probierfeld zu haben, inwieweit man Grundrechte der gesamten Gesellschaft beschneiden kann und inwieweit die Gesellschaft dann halt nicht aufmuckt und sich dagegen wehrt, dass einem eben diese Grundrechte entzogen werden. Würdest du dem zustimmen, dass die Repression gegen linke Aktivistinnen auch immer ab einem gewissen Punkt dann auch in die Gesellschaft reingreifen? Ja, das gibt ja natürlich immer direkte Zusammenhänge. Dass zum Beispiel bei den Verschärfungen der Polizeigesetze trifft es natürlich politische Bewegungen, aber es trifft natürlich auch einfache, also oder Bürgerinnen, die jetzt nicht unbedingt politisch aktiv dafür sein müssen, wenn zum Beispiel die Videoüberwachung zunimmt, wenn Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn sogenannte Messerverbotszonen eingerichtet werden, was ja erstmal total gut klingt. Was aber faktisch bedeutet, dass einfach umfassende Kontrollen jederzeit stattfinden können und sogenannter Beifang, alles, was so in der Tasche ist, was Behörden nicht wollen, irgendwie dann auch konfisziert werden können und Leute angeklagt werden wollen. Da sind wir dagegen. Wir sind gegen Videoüberwachung, wir sind gegen Gesetzesverschärfungen. Und dieses sogenannte Sicherheitspaket ist natürlich ein Ausdruck dieses Rechtsdrucks. Also da lassen sich jetzt natürlich irgendwie die etablierten Parteien und auch die Ampelregierung lassen sich treiben, ja, lassen sich treiben von der AfD, die das schon lange fordert und setzen das jetzt aus Angst um. Und das ist eine sehr bedrohliche Entwicklung, ja. Da wird jetzt auf eine soziale Gruppe, nämlich Menschen, die vor Krieg und Not- und Umweltzerstörung hier Schutz suchen, eingeprügelt und sie werden zum Sündenbock für soziale Missstände gemacht. Und das ist natürlich faktisch überhaupt gar nicht haltbar. Denn die sozialen Missstände, die es gibt, hat zum einen der Kapitalismus als System verursacht.
und darin eine Misspolitik der vergangenen Jahrzehnte eigentlich aller bürgerlichen Parteien, die jemals in der Regierung waren. Darüber hinaus sind es natürlich die Faschisten, die diese Missstände in Wirklichkeit verschärfen und die soziale Spaltung vorantreiben wollen. Und als Lösung bieten sie nur Rassismus an und schärfere Gesetze. Dass jetzt natürlich CDU, aber auch SPD und andere auf diesen Zug aufspringen, heißt nur, dass wir viel zu tun haben, dass wir uns auch solidarisch mit den Menschen, gegen die jetzt gehetzt wird, verbinden müssen, um dagegen politisch vorzugehen. Henning, was sind denn gerade eure Themenschwerpunkte? Also könnt ihr so ausmachen, was gerade so die Fälle sind, die sich immer weiter häufen in eurer Arbeit, in dem, was ihr beobachtet bei euren Rechtshilfetätigkeiten? Also jetzt ganz aktuell ist es natürlich so, dass auch da Experimentierfeld ist gerade als Begriff gefallen gegen die Demonstrationen von Menschen, die gegen den Gaza-Krieg demonstriert haben, dass da sehr starke Repression stattfindet, viele tausend Ermittlungsverfahren laufen und da eben auch Gesetzesverschärfungen stattfinden. Das ist ein Feld. Ein weiteres, und das ist aber seit vielen Jahren so, ist der Bereich Antifaschismus, der Kampf gegen Recht. Da wird eben sehr umfassende Kriminalisierung betrieben. Auch die Klimabewegung, vor allen Dingen da, wo es dann auch zu Aktivitäten kommt, auf den Geländen von RWE zum Beispiel, ja, oder das Stichwort Lützerath. Aber auch, dass die letzte Generation dafür, dass sie sich friedlich auf der Straße festklebt, zu einer kriminellen Vereinigung erklärt werden soll. Das ist natürlich Ausdruck dessen, dass sich eben auch die Gesetzeslage verschärft. Das wäre vor Jahren und Jahrzehnten gar nicht denkbar gewesen. Und natürlich ist ein großer Bereich die Kriminalisierung auch gegen die kurdische Freiheitsbewegung in sehr, sehr vielen Facetten. Das fängt beim Strafbefehl an, wegen einer angeblich verbotenen Fahne und hört oder vielen Überwachungsmaßnahmen, der Erschwerung der Einbürgerung, bis hin zu eben der Anklage, ein sogenannter Terrorist oder Terroristin aus dem Ausland zu sein, nach Paragraph 129b. Das sind Kernbereiche, die die Rote Hilfe bearbeitet, aber daneben gibt es noch viele andere Bereiche. Feministinnen wenden sich an uns. Manchmal kommt es im Betrieb zu Repressionen, werden Betriebsräte kriminalisiert. Also es gibt auch sehr viele andere Sachen, aber die genannten Sachen sind die, die gerade am häufigsten vorkommen. Du hast es gerade angesprochen, worüber wir auch immer wieder hier in unserer Sendung sprechen, ist so ein bisschen die Repression gegen KurdInnen oder kurdischen AktivistInnen. Wir sind ein jesidischer Sender, tatsächlich fangen jetzt auch Repressionen gegen JesidInnen an. Und du hast gesagt, also dieser 129er Paragraph, ich glaube, das ist der 129, 129a und 129b, der fällt immer wieder, den hast du jetzt auch immer wieder angesprochen. Was genau besagen diese drei Paragraphen? Also Paragraph 129 ist tatsächlich die angebliche Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der 129a Paragraph einer terroristischen Vereinigung im Inland und 129b einer sogenannten terroristischen Vereinigung im Ausland. Der letztgenannte Paragraph ist derjenige, der vor allen Dingen gegen Kurdinnen und Kurden angewendet wird, gegen ExilpolitikerInnen. Und da wird eben konstruiert, dass es eine Gruppe gibt oder dass es wird meistens wegen vermeintlicher PKK-Mitgliedschaft eben dann ein Verfahren eröffnet, werden Menschen inhaftiert und dann zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das ist aus unserer Sicht ein Konstrukt und das ist ein Konstrukt, das natürlich durch die NATO-Partnerschaft und die enge Zusammenarbeit zwischen der BRD und der Türkei auf vielen verschiedenen Ebenen politisch, wirtschaftlich und militärisch stattfindet. Und das ist eben der Ausdruck dessen im Gerichtssaal. Das verurteilen wir sehr scharf und versuchen eben auch dort möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, solidarische Anwältinnen zu organisieren und eben politisch dagegen zu arbeiten. Mal, weil du ja gerade das immer wieder so ein bisschen stark betont hast. Du meintest, ein Konstrukt ist das. Was genau wird konstruiert oder inwiefern kann man denn so ein, also
die Inhalte eines Paragraphen oder die Strafverfolgung für einen Paragraphen konstruieren. Was genau meinst du damit? Nee, ich meine damit, das ist ja völkerrechtlich eigentlich gar nicht geklärt. Dass, wenn es einen völkerrechtlichen Konflikt gibt zwischen zwei Konfliktparteien, ja, und andere Länder wie zum Beispiel in Belgien sehen das ja durchaus so, dass eben die kurdische Arbeiterpartei PKK, die hier in Deutschland verboten ist seit vielen Jahren, eben keine terroristische Vereinigung ist in dem Sinne, dann ist es natürlich ein Konstrukt zu behaupten, dass das eben per se doch der Fall wäre. Und das wird bei den Gerichtsprozessen auch nicht anerkannt. Ja, also die Anwältinnen und Anwälte, die dann eben auch immer genauso argumentieren und sagen, das ist ein völkerrechtlicher Konflikt. Das hat mit Terrorismus erstmal nichts zu tun. Das muss politisch gelöst werden. Das wird eben von den Gerichten nicht anerkannt. Es wird dann zwar anerkannt, dass die Menschenrechtslage in der Türkei katastrophal ist und auch teilweise, dass es eine systematische Verfolgung von kurdischen AktivistInnen gibt. Aber trotzdem wird eben daran festgehalten, dass es sich um sogenannten Terrorismus handelt. Und sollte das völkerrechtlich mal wirklich beleuchtet werden, ohne eben, sagen wir mal, diese NATO-Partnerschaft und diese Vorverurteilung und dem Diktator Erdogan gefallen zu wollen, dann würde das wahrscheinlich ganz anders ausfallen. Deswegen reden wir vom Konstrukt. Jetzt, also meine Frage ist ja tatsächlich nochmal, also ich will das nochmal verstehen. Es gibt ja immer wieder Berichte gegen kurdische AktivistInnen, die zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden. Teilweise werden sie mit diesen Haftstrafen auch noch abgeschoben, wo es dann in den Prozessbeobachtungsdokumenten dann heißt, ja, er hat keine Straftat begangen. Also diese Person hat keine Straftaten begangen. Ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie mit Gewalt anderen Menschen Gewalt angetan haben oder irgendwas Illegales getan haben, verbotene Symbole gezeigt haben. Und trotzdem bekommen diese Menschen langjährige Freiheitsstrafen. Wie funktioniert das? Also wie können Menschen für nichts so lange verurteilt werden, und um im Knast zu sitzen? Ja, deswegen reden wir bei den 129er-Paragraphen bei allen dreien eben von einem Gesinnungsparagraphen. Denn es ist so, dass die Annahme der bloßen Mitgliedschaft reicht, um eben für mehrere Jahre inhaftiert zu werden. Also für politische Aktivitäten, die wir als Rote Hilfe oder auch viele andere Initiativen alltäglich organisieren, sei es Kundgebungen, sei es Flugblätter, sei es Versammlungen, sei es inhaltliche Veranstaltungen oder auch Interviews zu geben, Zeitungsartikel zu schreiben, wird dann eben mit diesem Organisationsparagraphen, ja, also mit diesem Kriminalisierungsparagraphen eben zu einer schwerwiegenden Straftat erklärt. Reicht, um eben tatsächlich dann auch variable Haftstrafen eben zu verhängen. Es geht ja inzwischen sogar so weit, dass Kurdinnen und Kurden aus dem Ausland dann per Interpol-Haftbefehl nach Deutschland gebracht werden, um hier abgeurteilt zu werden. Und das ist natürlich auch ein Wahnsinnskonstrukt. Und auch das funktioniert nur, weil die BRD eben so eng mit der Türkei zusammenarbeitet. Und das verurteilen wir zutiefst. Siehst du, dass es, oder seht ihr auch, dass dieser Paragraph immer, also häufiger zum Einsatz kommt? Also aus rein subjektiver Sicht würde ich sagen, vielleicht ja, zumindest die Artikel, die ich sehe. Jetzt kann ich aber auch natürlich voreingenommen sein. Seht ihr so eine Tendenz? Absolut. Absolut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ich gehe nochmal in den Antifaschismusbereich. Ich sehe, dass eben im Antifa-Ost-Verfahren vier junge Erwachsene wegen, sagen wir mal, einfachen Auseinandersetzungen mit Neonazis mehrere Haftstrafen kriegen, zur kriminellen Vereinigung erklärt werden nach Paragraph 129, dann ist das natürlich eine Zunahme dieser Tendenz. Ja, weil ansonsten hätte es vielleicht irgendwie eine Anklage wegen Körperverletzung vom Amtsgericht gegeben. Ja, aber das wird so hochgehängt, begleitet auch von Medienkampagnen, dass dahinter eine ganz klare Tendenz zu erkennen ist. Also ich habe das Beispiel der letzten Generation schon genannt und auch die Frequenz der Kriminalisierung von kurdischen Exilpolitikerinnen und Politikern nimmt in unserer Wahrnehmung eindeutig zu. Siehst du diese Tendenz auch bei anderen linken Strömungen, also jenseits der kurdischen Bewegung? Ja, ich sagte ja gerade, also bei der
bei vielen Antifas ist es so, es richtet sich auch gegen türkische Linke, ja, gegen verschiedene Organisationen, die gleichmals betroffen sind. In Düsseldorf läuft gerade ein entsprechender Prozess gegen drei Personen. Etwas weiter zurückgehend gab es ja auch einen Prozess in München, das sogenannte TKPML-Verfahren, ja, also der größte Kommunistenprozess in der BRD seit Jahrzehnten. Und da haben die gleichen Mechanismen gegriffen, um eben da Kriminalisierung zu betreiben. Denn auch den Personen, die da vor Gericht stehen, werden keine individuellen Straftaten angelastet, sondern es sind reine Organisationsanklagen und werden dafür angeklagt, was eben tatsächlich auch ihre Weltanschauung ist und was ihre an sich völlig legitimen politischen Aktivitäten sind. Inwiefern kann man sich dann gegen so eine Anklage wegen so einem Verfahren wehren, wenn du sagst, es braucht gar keinerlei Beweise? Also was wäre dann die Strategie, um sich dagegen, ja, dagegen zu widersetzen oder sein Recht einzuklagen quasi? Nee, ich glaube, dass solche Verfahren, das hat Müslim Elmar, der Hauptbeschuldigte, im TKPML-Verfahren damals gesagt, er hat gesagt, diesen Prozess können wir nicht im Gerichtssaal, den können wir nur auf der Straße gewinnen. Und tatsächlich ist es so, aus unserer Sicht, dass nur dann Bewegung in solche Dinge hineinkommt, wenn die eben die Öffentlichkeit und eine breite Öffentlichkeit davon Notiz nimmt und sich daran stört und sich auch dagegen ausspricht. Und nicht umsonst sind ja auch die Angeklagten, kurdischen Politikerinnen immer auch dabei, quasi lange Prozesserklärungen auch abzugeben und na, in der Hoffnung, dass dies eben auch von Medien und der Öffentlichkeit aufgegriffen wird, um zu erklären, warum es eben nötig ist, politisch aktiv zu sein, auch hier im Exil. Und das halten wir für den richtigen Weg, denn leider ist es so, dass vor Gericht natürlich viele Argumente gebracht werden können, aber es ist der Staat, der letztendlich entscheidet. Und vor dieser Situation stehen wir gerade, ja. Also es gibt sehr viele wirklich hervorragende solidarische Anwältinnen, die mit uns zusammenarbeiten. Es gibt auch fortschrittliche Anwältinnenvereinigungen, wie zum Beispiel den republikanischen Anwälteverein oder den Verein demokratischer Juristinnen. Aber auch sie vermögen natürlich nicht mit den besten Argumenten die Klassenjustiz quasi zu überzeugen, sondern das Urteil kommt dann trotzdem und dann wird versucht, auch dagegen wieder zu prozessieren, aber verurteilt wird eben allemal. Kann ich da nochmal nachhaken, weil du gerade meintest, man kann sich verteidigen, wie man möchte, aber letztendlich entscheidet der Staat. Aber haben wir nicht eine unabhängige Justiz? Sagen wir mal so ist es formal geregelt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten in solchen sogenannten Terrorismusprozessen zu Freisprüchen gekommen ist, sondern da wird verurteilt und das hat einen politischen Kontext. Und von daher würde ich sagen, dass die Unabhängigkeit der Justiz ist eine schöne Idee und die ist auch erstrebens- und erkämpfenswert. Aber im politischen Bereich, ist es aktuell eine Illusion. Dann wäre ja die nächste Frage, wenn du sagst, das sind politische Entscheidungen und der Staat entscheidet, wenn ich jetzt oder wenn wir jetzt einen Aktivisten haben, der eben wegen solches Verfahrens angeklagt ist, inwiefern könnt ihr denn dann oder all die anderen Vereine, die du vorhin nanntest, beistehen oder wirklich dafür sorgen, dass Gerechtigkeit widerfährt? Also ich frage mich halt, die Rote Hilfe möchte den Menschen Rechtsschutz geben und möchte sie juristisch halt auch begleiten. Wenn wir jetzt aber eine Justiz haben oder einen Staat haben, der die Urteile quasi schon gefällt hat, bevor diese Verfahren laufen, inwiefern kann man sich denn wirklich wehren? Naja, ich glaube, es ist schon möglich, sich zu wehren, vor allen Dingen mit dem Mittel der Öffentlichkeit. Die Rote Hilfe sorgt zum Beispiel dann dafür, dass dieser Prozess bekannt wird. Es wird Material erstellt, es werden Kundgebungen organisiert, ja, also oftmals auch von Angehörigen, von Freundinnen, von der jeweiligen Organisation. Und darüber hinaus wird natürlich auch eine Verteidigung, ne, muss natürlich auch
bezahlt werden, ne? So Gutachterinnen, die zum Beispiel die völkerrechtlichen Dimensionen des Konflikts beleuchten und tatsächlich untersuchen, sind natürlich auch Menschen, die das beruflich machen und auch das kostet Geld, ja. Und da können wir zumindest dafür sorgen, dass die bestmögliche Verteidigung organisiert wird. Und wir können auch dafür sorgen, dass Menschen, die das mittelbar betrifft, ja, auch von uns Zuspruch erhalten, von uns unterstützt werden, in ihren Protestformen unterstützt werden. Nur Urteile können wir eben nicht verhindern. Das steht nicht in unserer Macht. Aber alles Weitere, was drumherum passiert, ist eine Kernaufgabe der Roten Hilfearbeit. Also sowohl aktuell als auch in der Vergangenheit. Henning, nochmal auf die Vereinsarbeit. Ihr helft Menschen, die von Repression betroffen sind. Es gibt ja auch einen kurdischen Rechtshilfeverein, Azadi. Dem wurde damals die Gemeinnützigkeit entzogen. Inwiefern trifft denn auch so Vereine, die Rechtshilfe eigentlich leisten, auch nochmal die Repression? Und auf welcher Grundlage wird diesem Verein die Arbeit erschwert? Und die zweite Frage wäre dann, seid ihr auch von solchen Maßnahmen betroffen? Zum einen ist es so, dass wir sehr gerne und seit vielen Jahren und sehr eng mit Azadi zusammenarbeiten und darauf auch sehr großen Wert legen. Was die Erschwerung der Arbeit betrifft, wir versuchen uns davon nicht beeindrucken zu lassen, aber natürlich werden wir als sogenannte ExtremistInnen gelabelt, ja, vom Inlandsgeheimdienst, dem sogenannten Verfassungsschutz. Und das soll dann natürlich verhindern, dass wir uns gesellschaftlich frei bewegen können. Ja? Also, dass wir überall Veranstaltungen machen können, dass wir öffentlich auftreten können oder dass wir immer mehr BündnispartnerInnen tatsächlich auch gewinnen können. Das ist das Ziel, uns eben durch solche Szenarien quasi einzuengen. Also, der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat letztens noch gesagt, er könnte sich eine Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke nicht vorstellen, eben gerade weil sie mit uns der Roten Hilfe zusammenarbeitet. Und wir wären ja immerhin ein extremistischer Verein. Ja, das nehmen wir zur Kenntnis. Unser Selbstbild ist ein völlig anderes. Wir sind seit 40 Jahren ein politisch legitimer Akteur und so treten wir auch auf. Ja, also, und wir haben das Glück, dass sehr viele Institutionen sich auch gerade im Zuge jetzt unserer 100 Jahre Feierlichkeiten und Kampagne davon gar nicht beeindrucken lassen. Ja. Unser Film, den wir rausgeben, 100 Jahre Solidarität, sehr sehenswert im Übrigen, der wird in vielen Städten gezeigt, der findet auch in regulären Kinos und Programmkinos statt. Und da kommen sehr viele Menschen hin. Von daher wird versucht, uns einzuengen, indem man zum Beispiel auch Jugendeinrichtungen androht, keine öffentliche Förderung mehr zu zahlen, wenn unsere Gruppen sich darin treffen können. Aber der Erfolg ist sehr gering. Und unser Zuspruch ist sehr groß und viele Menschen begreifen, dass sich etwas ändert und dass die Repression zunimmt. Und damit erhalten auch wir mehr Unterstützung. Wir werden von der Bewegung getragen, erhalten viele Spenden. Von daher lassen wir uns davon nicht beeindrucken. Wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Wir hatten gelesen, dass ihr in einem Verfassungsschutzbericht auch als größte linksextremistische Vereinigung geführt werdet. Und da wäre meine Frage gewesen, seht ihr, dass es so ein Hindernis sein kann für Leute, die sich an euch vielleicht wenden würden, aber dann eben aufgrund ja, solcher Behauptungen oder wie auch immer, dann eher zurücktreten? Ja, das können wir natürlich selber empirisch nicht überprüfen. Was wir aber sehen, ist, dass sehr viele Menschen sich an uns wenden. Und das sind nicht unbedingt nur Aktivistinnen, die aus der radikalen Linken kommen, sondern das sind auch teilweise junge Erwachsene, die das erste Mal auf eine Demo gegen rechts gehen und direkt mit Polizeigewalt und Anklagen konfrontiert sehen. Und dann schauen sie eben, wer ihnen Hilfe zuteil werden lässt. Und das sind wir. Wir lassen niemanden alleine im Regen stehen. Wir sorgen für Solidarität. Das ist unsere Arbeit. Und ich glaube nicht, dass es viele Menschen abschreckt. Aber ich kann es nicht überprüfen. Aber wenn ich sehe, wer zu uns kommt, das ist ein breiter Ausschnitt von Menschen, die sich sozial engagieren. Und das finden wir sehr richtig.
Henning, jetzt vielleicht noch mal so eine praktische Frage. Jetzt haben wir so ein bisschen theoretisch und auch rechtlich so einen Abriss gegeben, aber gucken wir uns noch mal praktisch an, was passiert. Nehmen wir mal an, jemand ist, weiß ich nicht, das erste Mal auf einer Demo und es ist irgendwas passiert und es flattert ja ein Brief irgendwie nach ein paar Wochen in den Briefkasten. Zu welchen Themen genau kann man sich an euch wenden und wie findet man den Kontakt zu euch? Zu allen politischen Aktionsfeldern, die mit linker Politik zu tun haben, können Menschen sich an uns wenden. Da sind wir völlig offen und da gibt es auch keine Beschränkungen. Ja, also wie gesagt, es kann eine Demonstration gegen Waffenexporte in die Türkei sein, es kann eine Antifa-Demonstration sein, es kann ein feministischer Protest sein oder auch ein Streik, wann immer sowas passiert. Und Strafanzeigen geschrieben werden, wenn Menschen sich an uns wenden. Und von daher vielleicht noch rein praktisch, wenn euch das passiert, dann macht keine Aussagen, außer das, was eben auf dem Personalausweis steht. Dazu seid ihr nicht verpflichtet und das hat auch keinen Nachteil für euch. Im Gegenteil, alles, was ihr sagt, wird später gegen euch verwendet. Das klingt wie aus einer Krimiserie, aber es ist die Realität. Und auch wenn später dann ein Brief ins Haus flattert zu einer Vorladung, wenn die von der Polizei ist, raten wir dringend dazu, nicht dorthin zu gehen, weil auch da sitzen geschulte Polizeibeamtinnen und Beamte, die euch ausfragen und euch Dinge anlasten. Außer, und das ist wichtig, der Brief ist im Namen der Staatsanwaltschaft geschrieben. Dann nehmt ihr euch eine Anwältin oder einen Anwalt, geht dahin und sagt trotzdem nichts. Aussageverweigerung bei Polizei und Justiz ist eines der wirksamsten Mittel, sich gegen Repression zu wehren. Und wir müssen ja nicht selber bei unserer Kriminalisierung mitwirken. Warum sollten wir das tun? Und ihr findet uns auf unserer Webseite. Da gibt es reguläre Sprechzeiten. Und kommt einfach dahin, habt keine Scheu. Kommt früh zu uns. Es gibt keine blöden Fragen. Es gibt nur richtige Anliegen. Und wir freuen uns, wenn wir zusammenarbeiten können, weil das ist kollektive Arbeit, die uns alle weiterbringt und die Solidarität verstärkt. Kennenlernen kann man ja auch jetzt im Kontext eures 100-jährigen Daseins am 1. Oktober. Was macht ihr? Also gibt es eine Party? Was habt ihr genau organisiert und kann man das irgendwie mit euch gemeinsam begehen, das, was ihr geplant habt? Und wir freuen uns auf euch. Quasi die Feierlichkeiten haben im Februar begonnen mit einer Gala im St. Pauli-Stadion. Und das war schon klasse. Da haben wir sehr viele Bündnispartnerinnen eingeladen und haben da einen netten Abend verlebt. Jetzt vor kurzem war ein zweitägiges Festival in Berlin von unserer Ortsgruppe organisiert, mit sehr vielen Reden, mit Vorträgen, mit Musik, mit Feier, mit Tanz. Und ihr müsst einfach auf unsere Webseite gucken. In eigentlich allen Städten, wo die Rote Hilfe aktive Strukturen hat und auch in manchen, wo sie keine hat, finden Aktivitäten statt. Wir haben eine großartige Ausstellung über unsere Geschichte und die aktuelle Politik mit einem Begleiter, das sehr inhaltlich ist. Den Film habe ich schon erwähnt, 100 Jahre Solidarität. Der ist sehr sehenswert, wird in vielen Städten gezeigt und kann auch, wenn ihr uns anfragt, auch in eurem Verein gezeigt werden. Das fänden wir sehr schön. Und ja, wir feiern uns auch ein bisschen selbst, aber wir feiern auch die Bewegung und wir feiern die Solidarität. Und das wollen wir mit euch allen zusammen machen, damit wir alle gemeinsam stärker werden, uns noch besser vernetzen und uns gegen Repression wehren. Ich danke dir, Henning, dass du heute unser Gast warst und so ein bisschen auch von eurer Arbeit erzählt hast und ja, uns eingeladen hast, mit euch gemeinsam 100 Jahre Rote Hilfe zu feiern. Recht herzlichen Dank. War mir eine Freude. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser heutiges Thema war Repression und wie man sich dagegen wehrt. Die Rote Hilfe e.V., ein Rechtshilfeverein, wird 100 Jahre alt. Ein Anlass zum Feiern, 100 Jahre Widerstand gegen staatliche Repression und Willkür gegen linke AktivistInnen und vor allen Dingen auch langjährige, die Feierlichkeiten zum Kampf gegen langjährige Repression gegen kurdische AktivistInnen. Ich denke,
Es ist ein guter Anlass, sich die Arbeit der Roten Hilfe noch mal genauer anzuschauen und auch sich die Arbeiten dieser Menschen anzuschauen und natürlich im Bedarf auch mit der Roten Hilfe in Kontakt zu kommen, um sich eben gegen Repression und Willkür zur Wehr zu setzen. Ich möchte ganz herzlich danken fürs Zusehen und wünsche einen schönen Abend.